Heute gucken wir uns One Way Home an, ein Indie-Survival-Spiel in einer 2D- bis 2,5D-Perspektive. Man könnte schon fast sagen Side-Scroller. Und ja, dann starten wir mal direkt rein. Es ist eine Demo. Das heißt, das wird bestimmt nicht lange gehen. Aber gucken wir mal. Wie man halt links sieht, der Text zeigt halt an, also das ist von knapp zwei Leuten gemacht. Also meistens von zwei Leuten, das heißt, die holen sich bestimmt noch Hilfe von außen. Ja, gucken wir uns mal die Story an. Okay, also ich merke schon, performance-wise ist die Demo echt nicht gut. Aber gut, Demo ist halt Demo, ne? Kann man auch nicht vergessen, was ich hier irgendwie nicht verstehe. Ich kann mit dem Controller irgendwie das Menü nicht steuern. So, okay, das Spiel ist anscheinend von Russen gemacht. Denn es gibt nur zwei Sprachen, Russisch und Englisch. Bleiben wir mal bei Englisch. So, und gucken wir mal, ob wir vielleicht hier Locked FPS, ja, machen wir mal auf hier V-Sync einfach an. So, Borderless machen wir mal von mir aus Fullscreen. Hier gibt es nichts mehr. Ach doch, hier, Grafik. Dann machen wir es mal Play. Audio brauchen wir eigentlich nicht einstellen, aber hier Grafik. Stellen wir mal vielleicht alles runter. Motion Blur auf jeden Fall auch. Das ist ganz, ganz schlimm, ich hasse das. So, und das andere müsste eigentlich hinhauen. So, gucken wir mal. Das hat jetzt nicht viel gebracht. Ach du Heilige. Wow, okay. Das Game läuft ja mit meinem System absolut nicht. Was, wenn wir das jetzt auf Medium alles machen? Naja, also springt immer noch von 60 FPS auf plötzlich knapp. Ich glaube, besser kriegen wir das auch nicht hin, auch wenn wir das auf Low stellen. Wir können es mal kurz ausprobieren, aber glaube ich eher nicht, dass auch auf Low besser laufen wird. Ah, jein. Also das springt jetzt zumindest auf 55 FPS, deswegen werden wir das jetzt nochmal so spielen. Das heißt, wir spielen hier einen, ich glaube, 12-jährigen Jungen. Und ja, müssen halt dann bestimmte Puzzle-Mechanics halt angucken, beziehungsweise halt bestimmte Puzzles halt rausfinden, wie man die macht. Und ja, halt von Monstern wegrennen und sowas. Wir werden es mal einfach mal angucken. Okay, achso. Okay, das heißt, wir können hier die Kiste nehmen, können die wegmachen. Das Spiel ist, wie gesagt, ich würde es als 3,5D bezeichnet, also theoretisch 3D, weil ich sehe ja, ich kann ja den Jungen, auch wenn er hier sehr komisch rennt, in jeglicher Ansicht sehen, aber die Kameraperspektive ist ja nicht wirklich 3D. So. Mal, was ist, können wir hier vielleicht, ich denke mal, das ist nicht so kompliziert am Anfang, also da können wir, haben wir ja irgendeine Interaktion. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, wir können hier hoch und ich höre schon irgendwelche Stimmen. Recht. So, was ist das jetzt hier? What? Ach, da ist der Lichtschalter. Ich habe mich gerade gewundert. Was ist das denn, Alter? Okay. Vielleicht müssen wir das Licht später irgendwie dazu benutzen, um von den, dass die Monster halt vielleicht nicht ins Licht laufen können oder sowas. Dass das vielleicht irgendein Aspekt von dem Spiel ist.
Ja, was ist das? Das ist irgendein Generator. Oha. Hä? Okay, irgendein Typ? Weg. Wir können hier aber nichts anpacken, wenn ich das richtig verstehe. Nicht wirklich. Okay, springen können wir auf jeden Fall. Aber, oh Gott. Ich hab richtig krasses Stutter. Also, ab und zu seht ihr das überhaupt? Ab und zu flackert der Bildschirm halt so, aber halt nicht der komplette Bildschirm, sondern nur irgendwie so Teile vom Bildschirm. Liegt das vielleicht daran, dass ich Fullscreen gemacht habe? Machen wir borderless. Also randlos sozusagen. Vielleicht funktioniert es dann besser. Naja, das ist genau das gleiche Problem. Hm. Okay. Achso. Mit B können wir uns ducken. Okay. Die Kiste können wir jetzt hier wegschieben. Weiß zwar nicht was. Achso. Vielleicht können wir dann auf das Auto drauf. Und, okay. Dieser Tür können wir nicht. Aber jetzt müssen wir bestimmt. Das Auto drauf. Muss man so ein bisschen balancieren, so ähnlich wie bei alten Assassin's Creed Spielen. Oh Gott, die FPS gerade. Meine Fresse, auf 18 gedroppt. Oh ja. Okay, das sollte, glaube ich, hier sollte ich, glaube ich, nicht landen. Ich hoffe mal, ich kann hier noch durch. Ja, ja, das geht. Ja, gut. Uff. Ist das rough. Also, mir gefällt halt die Musik, muss ich sagen. Weil die einfach nur so richtig stumpf ist. Und man hört halt sehr schön den Regen und das... Oh, nicht schon wieder. Oh, ist das bad. Das steuert sich so weird. Also vielleicht, weil ich mit Controller spiele, aber... Diese Verzögerung ist halt super nervig. Oh, lol. Man schwebt so halt komisch in der Luft. Also, holy. Muss noch sehr viel passieren bei dem Spiel. Also von Performance jetzt mal abgesehen, also auf die Performance würde ich jetzt nicht unbedingt meckern, weil das eh eine Demo ist. Alter, das ist... Oh mein Gott, dankeschön. Wow, wir haben es geschafft. Der Sprung ist auch so komisch. Okay, können wir jetzt hier rein gucken oder wie ist das? Okay, aktivieren wir irgendwas? Bei dem hat der Typ irgendwas? Okay, müssen wir hier nochmal drauf drücken? Ja. Ach so, wir müssen das Ding selber bewegen. Okay. So. Ich denke mal, so müsste es ausreichen, oder? Machen wir mal ein bisschen näher dran. Damit ich da nicht wieder runterfalle oder so. Achso, okay, mit LT kann ich... Uah. Ey, das fühlt sich so komisch an. Mit LT kann man sprinten. Und dann halt springen. Strong Boy. Okay, was hat mir das jetzt? So, okay, ich muss diese Leiter benutzen. Ich dachte, ich muss durch die Tür. Dann nehmen wir halt die Leiter. Ach, komm. Wirklich? Ja, jetzt.
frag mich gerade, also okay, irgendein Geballere, irgendwelche Reihe. Fantastisch. Gut. Gehen wir, warte, naja, bevor wir weitergehen, wir gehen mal hier vielleicht noch außen rum. Vielleicht finden wir irgendwas. Ja, kannst du bitte von der Leiter steigen? Danke. Dankeschön. Oh Gott. Komm. Okay, es gibt zumindest eine Taste, wo er sich halt auf die Leiter hängt. Man muss nicht einfach drauf zurennen, sondern indem man die Aktionstaste drückt, wird die Leiter noch benutzt. Okay, hier ist... müssen wir das jetzt vielleicht ausschalten? Damit wir jetzt das Kabel benutzen können oder so. Oh, fuck, ich bin fast runtergefallen. Alter, was? Ach, Scheiße. Halt dich fest. Nein. Okay. Das habe ich jetzt irgendwie nicht kommen sehen. Mal gucken, wo ich jetzt... Ah, okay, ich bin wieder auf dem Dach. Die Steuerung fühlt sich halt so richtig schwammig an. Also ich kann es gar nicht erklären. Das ist halt... Obwohl, doch. Ich denke mal, es kennen ja viele das Spiel Only ab. Und... Ja, aber ich muss irgendwie... ...ringen. Hä? Wie? Ich hab's nicht geschafft. Ich habe mich doch gerade an dem Dach festgehalten. Mich verarschen. Also so kann ich auf jeden Fall nicht weiter. Okay, also ich muss da auf jeden Fall lang, anders geht's ja nicht. Die Tür kann ich ja auch nicht benutzen. Weil das Ding ist ja, es ist ja auch wie bei allen anderen neuen Spielen, sage ich jetzt mal. Jedes Mal, wenn ihr halt nicht wisst, wo es weitergeht, müsst ihr eigentlich nur gucken, wo was halt farblich markiert ist. Die Leiter war vorhin gelb markiert und diese Kisten, die sind jetzt auch gelb markiert. Das heißt, ich muss auf jeden Fall hier lang. Das täuscht nicht. Und ich kann an diesem Balken nicht entlang rennen. Nur halt springen. Okay. Das hat jetzt funktioniert, aber die FPS ist mal auf 27 gedroppt. Oh Gott. So. Was ist das? Okay, das ist ein Flyer, wo da steht, dass das... I think I should go towards the school. It's safe there. Dass das Polizeipräsidium halt ein Safe Space sozusagen gemacht hat, bis sich die Situation geklärt hat. Oh Gott, seht ihr das? Das sind einfach schwebende Zombies im Hintergrund. ist das geil. Also links oben auf dem Gebäude sind Zombies, dann auf dem anderen Dach sind Zombies. Und auf dem rechten Dach sind einfach schwebende Zombies. Oder, was ich eher vermute, das ist einfach ein Gebäude, was nicht angezeigt wird. Jetzt sieht das dumm aus. Oh, herrlich. So, was ist das? Achso, wir können hier runter. Press L to jump. Okay, also so hier. Okay. Und jetzt? Ah ja. Okay, das ist nicht so gut. Diese Ragdoll-Animation. What the fuck? Oh, was ist das für eine Karre? Subaru oder sowas? Könnte sein. Das kann ich hier runter? Ja, ich muss hier runter sogar. Warte mal, hier ist... Okay. Haben wir hier vielleicht irgendwas, wir aufmachen können oder sonst was? Nee. Also zurzeit müssen wir nicht suchen, sondern einfach nur typisch den farbigen Markierungen entlang, wie ich vorhin gesagt habe. Das. Keine Ahnung.
Aha. Okay, wir müssen hier bestimmt irgendwas zumachen. Gehe ich mal davon aus. Ist das ein Zahnrad? Ja, das sieht so ein bisschen aus wie eins. Hier müssen wir das bestimmt mal einmachen. Das machen wir noch runter. Müssen wir das hier noch runter machen. Und das hier auch noch. Hä? Wie? Oder vielleicht auch nicht. So, was passiert, wenn ich das drücke? Ah, okay. Jetzt sollte es hinhauen. Ja. Warte mal, was war mit dieser Treppe? So, Quatsch, Treppe sage ich schon, Leiter. Wie willst du mir erzählen, ich kann hier nicht mal rauf? Doch. Geht. Aber ich denke mal, in diesen Kisten ist nichts, ne? Ne. Ja, okay. Ist erledigt. Dann laufen wir mal. Oh Gott. Bin ich tot? Okay. Na gut, dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh Gott. Okay. Ach, okay, hier ist das Wasser nicht mehr so hoch anscheinend. Das? Müssen wir das benutzen? Nee. Warte. Okay, hier können wir nicht lang. Okay, das ist gerade wieder... Arschlaut. Machen wir mal ein bisschen den Ton runter. So. Müssen wir hier was aufmachen, zu machen? Nee, das ist sowieso zu. Das ist auch zu. Das ist auch zu. Also wir können nur die Leiter benutzen. Anscheinend. Gut, dann benutzen wir die Leiter. Was ist hier noch? Man kann die Kamera übrigens auch nicht drehen oder so. Also jedes Mal, wenn ich halt in eine Ecke laufe oder so, das ist nicht, weil ich die Kamera nicht drehen will. Oder einfach, weil ich sie nicht drehen kann. Das Spiel gibt mir einfach vor, wie die Kamera auszusehen hat. So, was ist das jetzt? 1 und 2. Okay. Was passiert mit 2? Ah ja, okay, also ich muss einfach rennen. Und 2 bleibt die ganze Zeit offen, oder was? Nee, warte mal, aber ich muss ja bestimmt 2 gedrückt halten. Warte mal. Wir machen das anders. Wir aktivieren erst 2. Dann aktivieren wir 1. Dann rennen wir. Dann aktivieren wir das hier. Ne, müssen wir gar nicht. Hä? Was ist mit den ganzen Boxen? Wir können die aufheben. Hä? Was geht jetzt, wenn ich das hier drücke? Okay. Ach so, hier vorne ist noch eine Tür. Ach so, das ist 2. Warte mal. Das heißt, ich muss da vorne. Die geht ja nicht auf dadurch. Nee.
Okay. So, machen wir nochmal auf. Also knapp 9 Sekunden bleibt ihr auf. Das heißt, das können wir eigentlich. Wir können erst die 1 drücken. Dann können wir die 2 drücken. Und jetzt müssten wir es eigentlich schaffen. Auch durch die 2. Okay. Was ist denn jetzt passiert? Jetzt einfach gestolpert. Ist das, war das wegen der Kiste oder was? Ja, dann räumen wir mal die Kiste zur Seite. Oder müssen wir vielleicht die Kiste benutzen, um die Tür da aufzuhalten? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen die Kisten einfach nur zur Seite schaffen, damit ich da nicht drüber stolpere. Das sah so aus. Okay, gut, wir können die Kisten anscheinend auch mit dem Fuß ein bisschen zur Seite stoßen, das geht auch. Oh mein Gott, ist das nervig. Komm, geh da rein jetzt. Rein da. So. Nochmal, bitte. Nein, das wollte ich nicht. So. Jetzt gehen wir zu. Dann machen wir, wie gesagt, 1 auf. Warten wir ein paar Sekunden, obwohl eigentlich ist es egal. Jetzt laufen wir. Alter! Nein! Dieser scheiß Schalter. Ich bin gegen den Schalter gelaufen. Oh mein Gott. So, nochmal. Warten kurz. Machen wir 1, 2 und dann laufen wir durch. Und schön am rechten Rand laufen. So. Jetzt laufen. Jetzt müsste ich es schaffen. Ja. Okay, passt. So, haben wir hier irgendwas? Nee. Oh. Schöne FPS-Drops mal wieder im Übergang. Hä? Na, gehst du jetzt mal da raus, oder? Nein, du sollst nicht runter, du sollst hoch. Was ist denn? Jetzt. Yeah. Keine Ahnung. So. Haben wir hier irgendwas? Ich könnte das Ding verschieben, aber... bringt uns jetzt... bringt uns jetzt nichts, oder? Nee, doch, wir müssen das Ding wieder benutzen. Wir müssen nur einmal wieder benutzen, um drüber zu kommen. Steht eigentlich schon da, wie viel das Spiel kosten soll? Das habe ich noch gar nicht geguckt, tatsächlich. Wir gucken mal kurz. Oder soll, wird kosten, sagen wir es mal so. Weil zurzeit kann man das ja nur in der Demo spielen, man kann das ja nicht mal vorbestellen oder sowas. Also um Gottes Willen nicht, dass ich das überhaupt machen werde, aber nee, es steht nicht mal ein Datum da, wann das rauskommt. Es gibt nur Coming Soon, steht da. Hätte mich jetzt einfach interessiert, was sie sich halt vorstellen. Okay, Polizeiauto. Da hinten war anscheinend ein Zombie. Okay. Ja, ich wollte mal passieren, was... Ich wollte mal wissen, was passiert. Ich wollte mal passieren, was wissen, genau. Okay. Gut, also wenn man Zombies sieht, nicht drauf zulaufen. Gut zu wissen. Was ist das? Wirklich? Enemy steht ab da. Ah ja.
Also wenn ich das verstanden habe, sagt die get out of here. Okay, die Tür, an die Tür kommen wir auch nicht ran. Hier können wir auf diesen Mülleimer auch nicht hoch. Können wir hier irgendwelche Türen aufmachen? Nee. Ich meine, hier hinten ist vorhin der Zombie langgelaufen, aber... Ah, okay, gut, der ist aber ein Zaun. Ich glaube, das sind Zombies, die nicht klettern können. Was ist das? Nee, ah doch. Müssen wir vielleicht benutzen. So. Ah, komm, springen wir drüber jetzt. Hä? Ja, wir haben es doch eigentlich zugemacht. Guck mal, wir bewegen erstmal das Teil hier. Ich weiß zwar nicht, ob ich das brauchen werde, aber... Move to the left to close the valley. Close the valve. Ich hab's doch nach links bewegt, oder meinen die damit... Das hier mit links? Obwohl das rechts ist. Nee, ich höre ja immer noch das Wasser. Ist das geil. Ich werde zur Seite geschossen. Oh mein Gott. Okay, dann probieren wir das nochmal zu benutzen. So, eigentlich habe ich es ja komplett nach links bewegt. Ja, jetzt ist das... Den nicht. Kann ich da nicht einfach drüber springen? Nee. Geht nicht. Also ich muss wirklich das... Ach so, da oben ist auch noch was. Ah, okay, okay. Das heißt, wir müssen nicht nur den benutzen. Habe ich das nicht gesehen. Gut. Dann benutzen wir den hier. Und dann müssen wir auch die Mülltonne benutzen, um da hochzuklettern. So. Hier, jetzt benutzen wir die Mülltonne. Hierfür. Mich halt schon gewundert, es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir die hier benutzen. Hä? Kletter mal hoch, komm. So. Nochmal nach links drehen. Gehe ich mal von aus. Ja, okay. Funktioniert. So. Oh Gott. Das ist, glaube ich, mein Todesurteil, oder? Weil ich den Autoalarm aktiviert habe. Gehe ich mal stark davon aus. Oh Gott. Ja. Ich hab's ja gesagt. Ach du Scheiße, sind die schnell. What the fuck? Ich muss hier rauf. Anscheinend. Okay, das hat nicht funktioniert. Okay, der Zombie will mich nicht mehr. Doch, der will mich immer noch. Ach du Scheiße, der kann klettern. Hier sind ja noch mehr. Wieso bellen die? What the fuck? Sind das Hunde oder sind das Zombies? Du Scheiße. Hat er mich? Nee. Gott, diese Lags, Mann. 20 FPS. Ach du Scheiße. Oh Gott, ja. Hey, jetzt bin ich tot. Fuck me. Uff, diese Steuerung. Das Ding ist, kann ich das auch verhindern? Wenn ich hier runterspringe? Nee, das kann ich nicht verhindern. Die Zwischensequenz ist auch übelst komisch. Sieht halt so aus, als ob das jetzt irgendwie aufgegangen hat.
Ja, ich weiß, Zombies böse. Alter. Kannst du mich verarschen? What the fuck? Ich bin doch die ganze Zeit gerannt. Vorhin habe ich das nur so weit geschafft, weil ich auf den Gullideckel geflogen bin. Beziehungsweise ich bin aufgesprungen auf den Gullideckel. Und der hat mich nach vorne katapultiert, deswegen habe ich diese Distanz halt erreichen können. Rennen, Fettsack, rennen. Ja, okay, entspannt euch mal bitte. Entspannt euch, please. Hä? Jetzt sind hier auf einmal keine Zombies mehr? Okay. Also die Geräusche von den Zombies sind auch sehr, sehr komisch, muss ich sagen. Wie gesagt, es fühlt sich eher so an, als ob das irgendwelche Hunde sind und nicht Zombies. Weiß nicht, wo ich lang muss, aber egal. Dahin. Jetzt durch den Zaun. Hä? So. Ich muss X die ganze Zeit drücken. Ja, bück dich doch. Was tut denn? Was ist denn mit dir? Alter, jetzt. Okay. Die Steuerung ist so. Das kann ich nur noch wieder empfehlen vor allem. Erwähnen. Die Steuerung ist so fucking schwammig. Oh Gott. Ey, hat er mich jetzt nicht gesehen oder was? Oh, oh, oh. Ja, jetzt haben sie mich gesehen anscheinend. Hä? Und jetzt? Muss ich hier durch? Da war irgendwas mit X. Warte mal. Können wir wieder. So. Was steht hier? Someone forgot him here. He is alone too. Okay. Jetzt gucken wir das erste Mal. So, was müssen wir machen? Spawn, destroy Helikopter. Okay. Hold any key to skip. Ja, das haben wir schon. Gut. Irgendwie funktioniert nur der Helikopter nicht. Warum auch immer. Ich muss Büsche benutzen, um mich zu verstecken. Das funktioniert irgendwie aber nicht. Nicht wirklich, ne? Okay. Benutz Büsche, um dich zu verstecken. Übrigens, du kannst dich nicht in Büschen verstecken. What? Someone forgot him here. He is alone too. Helikopter on off mit Q. Okay. Also wenn ich jetzt Tastatur benutze? Ah ja, toll. Mit Tastatur funktioniert es natürlich. Du Scheiße. Kann ich die irgendwie ablenken mit dem Helikopter vielleicht? Scheiße, wie soll ich denn hier durchkommen? Schade. Ich dachte, ich kann ihn mit dem Helikopter abmetzeln. Das funktioniert auch nicht. Nicht wie in der GTA Vice City. So. Okay, dann muss ich hier durch den Schulbus durch und weiter. Okay, kein Signal, das heißt, hier kann ich nicht mehr weiterfliegen. Okay. Ja gut. Ich verstehe immer noch nicht, wie ich hier diese Büsche benutzen soll. Weil der Typ ist eh genau vor mir. Okay, der ist gerade in einem Busch verschwunden. Fantastisch.
Boah, ist das schlecht. Ist das schlecht. Okay. Warte mal, Licht aus und an. Können wir etwa Licht mit dem Helikopter? Ach, wir haben auch Licht mit dem Helikopter. Okay. Bringt uns das irgendwas, dass wir Licht mit dem Helikopter haben? Also verfolgen die den vielleicht? Ja, das sieht so aus, oder? Kann das sein? Also bei dem Typen klappt es auf jeden Fall. So, da bleibt jetzt... Ja, guck. Die bleiben alle in dem Licht stehen. Kann ich die hier weglocken? Wenn ich das Licht hier zerstören könnte, das wäre gut. Okay, das ist, wenn ich jetzt erstmal hier reingehe. Tall bushes, so tall bushes, okay. Sind das hohe Büsche? Weiß es nicht. Was davon sind hohe Büsche? Die verstecken mich halt, keiner von diesen Büschen versteckt mich wirklich. So, was ist, wenn ich jetzt den Helikopter nochmal aktiviere? Und jetzt irgendwie... wegscheuche. Funktioniert nicht so richtig gut. Also eigentlich gar nicht. Vorhin hat es mit einem funktioniert, mit einem Zombie. Man sieht ja, dass die KI irgendwie auf das Licht reagiert. Hier. Wenn ich das Licht komplett ausmache, dann... so... gar nicht eigentlich. Aber sobald ich das Licht anmache, machen die was. Bloß die machen nicht wirklich das, was die sollen. Gehe ich mal von aus. Das wäre halt cool, wenn man mit dem Helikopter oder mit, keine Ahnung, zum Beispiel... Das wäre witzig, wenn das Kind hier so ein, nicht so ein Bumerang, sondern, oh Gott, wie heißt dieses Kinderspielzeug? Oh, fuck, ich hab vergessen, wie das heißt. Eine Steinschleuder, genau. So, dass man mit einer Steinschleuder oder so das Licht kaputt macht und dann dadurch man die einzige Lichtquelle ist, sozusagen mit dem Helikopter, und die Zombies dadurch weglocken. So, aber dadurch, dass es eine andere Lichtquelle da ist, irgendwie funktioniert das nicht richtig. Wenn ich das richtig verstehe. Ich werde nicht an den vorbeikommen können. Also vor allem werde ich an den hier nicht vorbeikommen. Wenn die sich da nicht wegbewegen. Okay, ich probiere es jetzt einfach mal hier durchzuschleichen. Okay, das hat jetzt so halb funktioniert. Also ja, das hat funktioniert. Vielleicht, wenn die sich einfach umdrehen. Die haben sich ja jetzt umgedreht. So, kann ich an denen jetzt vorbei? Ja, das geht. Was ist das? Auch nichts. Problem ist, ich kann die Kameraperspektive hier nicht ändern. Das heißt, ich muss jedes Mal den Helikopter hier benutzen. Um zu gucken, was überhaupt vor mir ist. Komme ich hier durch? Ein Helikopter? Ja. Ah ja, komm sogar hier rein. Aber hier sind keine Zombies mehr, ne? Okay, hier ist einer. Ah, seht ihr, also die hier, wenn man nur eine Lichtquelle hat, dann funktioniert es echt gut. So, hat jetzt tatsächlich funktioniert, glaube ich zumindest. Alter. So, wir aktivieren mal den Helikopter nochmal.
gucken wir uns mal den anderen Raum nochmal an. Also den übernächsten Raum. So, hier ist nichts mehr. Doch, hier ist noch ein Zombie. Und den müssen wir theoretisch... Ich glaube, wir müssen zu dieser Tür. Aber der will hier irgendwie nicht weg, ne? Ist hier stuck. Okay. Dann gehen wir mal langsam weiter. Der dürfte ja nicht aggressiv werden. Ich find's auch geil, wie er jedes Mal die Fernbedienung in der Hand hat, also das Kind. Statt die mal kurz wegzupacken. Okay, wir können hier an dem vorbei. Was ist das hier? Ja! Das ist clever, das jetzt anzumachen. Okay, Alter. Ach so, ich werde den hier einfach... Sag mir jetzt nicht, der Leute kommt zu mir. Wieso kommt der zu mir? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist dieser Hesper? Hä? Komm her. Kann ich es nicht mit dem Helikopter weglocken? Oh fuck. Ausgeschaltet aus Versehen. Ich kann den Helikopter übrigens nur nach oben, nach hinten so steuern. Also ich kann ihn nicht. Also jedes Mal, wenn er sich umdreht oder irgendwelche komischen Sachen macht, das kann ich nicht steuern. Okay, das funktioniert nicht. Kann ich an dem vorbei? Okay. Warum auch immer hat das funktioniert. Ja, also die Zombie-KI ist, ja. So, benutzen wir wieder einen Helikopter. Hier sind welche. Irgendwie... Lassen die sich nicht wirklich verscheuchen. Nicht wirklich. Gut, muss ich vielleicht auch nicht, weil da liegt ja irgendwas. Da liegt eine Axt. Sag mir bitte, ich kann die Axt benutzen. Dankeschön. Ich bin nicht sehr gut daran. Okay. Es ist fast wie Holzhacken, bloß dass man Untote tötet. Ja, fast wie Holzhacken. Ich würde jetzt gerne wissen... Oh, fuck. Das war nicht mein Plan. Ich weiß nicht, welche Taste das auch mit der... Mir wurde halt nur die Taste angezeigt für die Tastatur. Ich habe keine Ahnung, welche Taste das auf der... auf dem Controller ist. Ja, dankeschön. Ach so, hier. Toy Mode, was? Attack? Row. Ich habe keine Ahnung, was das auf dem Controller ist. Okay, dann muss ich jetzt erstmal kurz mit Tastatur spielen. Diese Animation. What the fuck? Oh mein Gott, sieht das dumm aus. Ja. Oh Gott, ich habe nicht getroffen. Komm. Hä? Hä? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Kann ich da durch? Nein, kann hier nirgendwo durch. Warum kann ich nicht in diesen scheiß Raum rein? Hier, guck dir den Helikopter an. Guck dir den Helikopter an. Ja, das ist ein feiner Helikopter, ne? Guck dir den Helikopter an. Ah. Das
Ja, jetzt? Ja, komm mal hier ran. Komm ran hier. Ja. Ich hab meine Axt nicht mehr. Deswegen müssen wir das jetzt ein bisschen anders lösen. Aber nicht so. Nicht durch Sterben. So, können wir hier über die Bank? Nein, wir können nie. Doch, wir können über die Bank. Perfekt. Scheiße. Wo ist die Axt? Nimm die Axt. Zombie tot. Wo ist Zombie? Alter. Ja, geil. Jetzt hast du einen Arm abgehackt. Nimm die scheiß Axt. Bald ihnen helfen. Ja. Perfekt. Braves Kind. So. Den machen wir jetzt auch tot. Nochmal. Nimm die Axt. Nimm die Axt. Nein. Oh mein Gott. Es fühlt sich alles so schwammig an. Oh meine Fresse. Wie kann ich die Steuerung am besten beschreiben? Es ist, ihr drückt eine Taste und nicht nur, dass es verzögert ist, also verzögert ist nicht nur unbedingt, sondern ah, man, ja doch, also schwammig beschreibt es eigentlich am besten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Schwamm auf, wenn ihr einen Schwamm zusammendrückt und dann loslässt und der Schwamm wird ja langsam wieder groß. Und genauso ist die Steuerung. Nachdem ihr den Schwamm sozusagen zusammengedrückt habt. Also ihr habt eine Taste gedrückt, genau wie den Schwamm. Und dann lässt ihr los. Und dann macht er jegliche Bewegung. Egal, ob das ein Sprung ist, ob das ein Axtschlag ist oder was auch immer. Es ist so bad. Weil das Spielprinzip finde ich ja gar nicht mal schlecht. Also so ein langsames Survival-Abenteuer, wo man halt wirklich drauf achten muss, was man macht. Vor allem, weil man halt ein Kind ist. Und man kann halt, also es ist halt, das Spiel hat gute Aspekte. Er sagt ja auch, ja okay, ich habe jetzt eine fette Axt in der Hand. Eine Axt ist verdammt schwer für ein Kind. Das macht Sinn, dass er das halt schlecht steuert und damit auch schlecht zielen kann. Vor allem, wenn er das nie gemacht hat. Aber, oh, ja. Sowas zum Beispiel. Das ist halt, ja, dankeschön. Tot. So, nächster Zombie. Tot? Ja, sehr gut. Ja. Oh Gott. Ja. Das macht zum Beispiel ja auch Sinn. Also ich habe da ja nichts dagegen, dass das Kind gegen einen Zombie nicht klarkommt oder dass es halt mal die Axt fallen lässt. Das ist vollkommen okay. Das ist ja auch ein gutes Prinzip, aber solche kleinen Sachen, was ich halt gemeint habe, wo ich habe noch nie in meinem Leben Spiel entwickelt und sogar ich sehe das. Okay, da ist irgendein Objekt, was weiß ich, ich muss versuchen, die Zombies abzulenken. Okay, die stehen an einer Lichtquelle. Das heißt, eigentlich wäre es sinnvoller, wenn ich halt mit irgendwas, mit einem Stein, mit einer Steinschleuder, mit irgendwas, die Lichtquelle erstmal zerstöre und dann mit einem Helikopter die Zombies weglocke. Aber so war das einfach nur, ah ja, die Zombies haben, Zombies sind eh egal, ich werde die einfach nur umdrehen, sozusagen. Also, man sieht halt, dass in dem Spiel an Kleinigkeiten schon direkt fehlt. An Sachen, wo ich sogar dran denken kann. Und wie gesagt, ich habe nie ein Spiel entwickelt und habe nie was damit zu tun gehabt. Nicht mal ansatzweise. Und sogar ich verstehe, dass hier halt sehr viel fehlt. Und ja, klar, das ist eine Demo. Das Spiel kann sich noch weit entwickeln, aber oh, also das Game hat wirklich noch einen so langen Weg vor sich. Von schlechter Performance jetzt mal abzusehen, das ist sowieso heutzutage schwierig, weil es gibt 1000 verschiedene Systeme. Okay, habe ich jetzt echt die Demo zu Ende gespielt. Pff, jetzt erschießen die mich, weil es amerikanische Polizei ist. Okay. Wird er mich jetzt echt erschießen? Ich meine, das war gerade ein Witz. Lol. V-Run. Okay.
Immer noch Black Screen? Okay, das war die Demo. Okay. In Unreal Engine anscheinend gemacht. Cyberhead ist die Firma, die das Spiel gemacht hat. Wie gesagt, das ist ein Indie-Game. Ja, also man kann es nicht anders sagen. Es ist hier, steht auch da, hier Enthusiasten. Okay. Okay. Man sieht ja auch da, also hier der Typ, Lier Brodin oder so. Das ist einer, der fast alles gemacht hat. Ja, aber so, da sind Tester, das sind die Spiele, die getestet haben, Musik, Konzept. Ja. Ich würde es nicht mal als Demo bezeichnen. Also ich würde es eher als ein Konzept bezeichnen. So, weil, wie gesagt, also das Spiel hat, steht ja auch da, die haben nicht mal Geld zurzeit, um irgendwie eine Story zu machen oder so. Ich weiß nicht, also gerade bei solchen Spielen, die halt vom Gameplay jetzt nicht unbedingt trumpfen werden, ist wenigstens eine gute Story halt schon sehr wichtig. So, damit man wenigstens irgendwie in diese Spielwelt, naja, damit das irgendwie immersiv ist. Und ja, es ist nett, aber weit davon, ein Spiel zu sein, was ich jemals spielen werde. Sagen wir es mal so. Weil es ist einfach alles. Also, Musik fand ich cool und so die Umgebung, also die Hintergründe und sowas, die waren ganz nice, obwohl ich mir viel mehr gewünscht hätte, genauso wie bei den ganzen, wo halt Zombies im Hintergrund sind, dass ich die ganze Zeit sehe, also von fast Minute 1 gefühlt, dass ich jedes Mal irgendwas im Hintergrund sehe und nicht irgendwelche Jumpscares oder sowas, das meine ich nicht. Da war ja nur auch ein Jumpscare dabei in diesen 40 Minuten. Sondern einfach, dass damit mir diese Gefahr bewusst ist, dass irgendwas im Hintergrund immer auf mich lauert. Und dass man halt die ganze Zeit halt, ja, hohen Blutdruck bzw. hohe Herzfrequenz hat, wie auch immer. Dass man halt immer Angst hat, davor zu sterben sozusagen. So war das jetzt einfach nur, das waren jetzt zwei Parcours-Passagen. Und sonst war das halt sehr, sehr langsames Gameplay. Und das langsame Gameplay ist nicht mal schlecht, aber diese ständige Angst, dass man sterben kann, war einfach nicht vorhanden. Und ich finde, das ist einmal, wenn man sich ältere Spiele anguckt, also guckt euch die alten Resident Evil Teile an, die ich selber noch nicht mal gespielt habe, ich kenne die nur durch Videos. Junge, du musstest da um jede Ecke musstest du hoffen, dass da nicht noch ein Zombie kommt. Und da kam halt auch dieser Schreckmoment, sage ich jetzt mal. Nicht übrigens Jumpscare, sondern Schreckmoment in dem Sinne, okay, hinter jeder Ecke könnte ein Zombie lauern. Du musstest wirklich... Ja, du hast die ganze Zeit einfach Angst gehabt. Und hier ist das so, wir könnten theoretisch das Spiel so machen wie ein altes Resident Evil. Also, dass man auch nicht diese 2,5D-Ansicht hat, sondern dass man, wenn man um eine Ecke rumgeht, dass man wirklich nicht weiß, was um diese Ecke dann, also was da ist. Dass die Ecke erst aufgedeckt wird, wenn man um die Ecke sieht, sozusagen. Also wenn die Kameraperspektive sich ändert. Also ja. Und ein paar mehr Gadgets einbauen. Halt wie gesagt, Steinschleuder. Dass man als Kind vielleicht irgendwelche Dosen aufheben kann und Dosen irgendwie zur Seite schmeißt, damit die Zombies halt von Punkt A oder Punkt B weggehen. Also nicht die ganze Zeit den Helikopter benutzen, sondern irgendwas anderes. Also ja, es gibt so viele, sag ich mal, Horror-Survival-Games, wo die Leute bzw. die Entwickler von diesem Spiel sich was abgucken können. Einfach mehr andere Horror-Survival-Spiele spielen und dann kommen sie vielleicht auf was. Wenn die überhaupt Geld zusammenkriegen. Gut, das war's von der Demo von One Way Home. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Reingehauen.